So, willkommen zum Fangen oder Töten des großen Karagors. Nach einer ungewollten, naja, was heißt ungewollt? Nach einer Pause, die nicht eingeplant war, weil ich meinen Controller einfach mal so verschenkt habe. Nein, das ist auch falsch. Ich hab ihn verliehen, nicht verschenkt. Habe ich jetzt halt gewartet, bis ich ihn wiederbekommen habe. Weil, wenn ich jetzt einmal mit Controller anfange, wollte ich das jetzt auch damit durchziehen und nicht irgendwie zwischendurch so mit anderen, keine Ahnung, Quicktime-Events und sonst was, was mir das Spiel wahrscheinlich sehr viel schwerer macht. Weil ich einfach nicht daran gewöhnt bin und fuck you, Monster, ich gehe jetzt sowieso in eine Mission. Du bist dann nicht mehr da. Jo, lass uns das Ding mal irgendwie wieder besetzen. Aber das machen wir auf die einfachste Art. Nehmen wir einfach wieder von oben drauf springen. Oh, fuck you! So, schnell hier hoch. Komm, 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 komm. Und komm. I assume you know the path. The real question is, are you ready to travel it? Whatever happens during the hunt, think, what would Torvin do? Actually, that's a good life lesson for you to follow always. I pray your training sticks, or else you'll stick to the wall once the mighty Graug hurls you there. I'm ready to fight the Graug. Okay. That's just what you do. Fight. No art, no finesse. The hunt isn't about swinging and slashing, it's bigger than that! From your perspective, Dwarf, everything is bigger. Yes, this Graug is very, very big! Oh, oh wait, you're mocking me! Graugs are one of the oldest species of Mordor. Ich liebe das so sehr. It's been a long time since I faced this Graug. Let us hope time wasn't as gentle to him as it was to me. My old partner and I once tracked a Graug from Mount Dolmed to Nogrod. We finally slayed it and got stuck under his leg for 2 days. Ah, those were fun times. Last time I saw the beast was when my old partner and I tracked it into his dwelling. How did you get out alive? Luck. The Graug knocked me senseless. When I came to, it had ended my partner. Facing that creature alone was a death sentence. I've been hunting this Graug for almost a decade. That's a lot of years of dedication to one beast. Dedication? Or a sign you preach better than you hunt? Oh, that's funny, Captain. I'll be sure to laugh when the beast eats you alive. The mighty Graug will be my legacy. Dwarves will tell tales of Torvin the Hunter for generations. And I'll have them throw your name in there somewhere. Ich finde das so gut. Ich finde diesen Charakter einfach zu genial. The Karagors are too quiet. I don't think the Graug is home. Then we go in and we wait. An ambush? How military. I like it. Was ein Ambush, einfach da oben rumstehen mit der Axt in der Hand und so, vielleicht kommt der ja gleich um die Ecke. Dann hau ich ihn gegen das Knie. It's an axe. It's just as sharp as the day our father made it. Thank you.
Imbatul. Könnte ich doch nur elfisch reden, ne? Und er ist wieder bewusstlos oder tot. Also dürfen wir die ganze Arbeit machen. Bin ich nicht so der Fan von, aber gut. Komm schon, charge mich. Und Feuer. Jetzt wegrennen. Und dann mit einem lustigen Quicktime-Event besiegen. Noch nicht mal. Okay. Aber auf den Sack kriegen. Das dürften Ghoule sein, ne? Ja. Okay. Ich muss also die Ghoule töten, damit die den Typen nicht füttern. Ja, lass mich doch zielen. Zack, zack. Ne, du kriegst den nicht. Ah, er hat den doch gekriegt. Aber ich sollte mich auch mal ein bisschen heilen. Also sonst werde ich gleich irgendwie von so einem One-Shot gekillt. Ist auch nicht cool. Hörst du wohl auf, dich zu heilen? Ich hab gedacht, hör auf, dich zu heilen. Dann holen wir uns noch ein paar Pfeile. Jetzt müssen wir uns wieder verstecken, ausweichen, whatever. Dummes Viech. Mach deinen Charge-Angriff. Nein, du bist nicht Donkey Kong. Hör auf die Brust zu klopfen. Ah, er charged nicht. Er will nicht chargen. Komm schon, charge mich. Charge! Okay. Charged. Ziehen. Er rennt gegen die Säule. Okay. Okay, wir haben jetzt so ein Drittel fertig. Oder er hat noch ein Drittel, aber er wird sich ja jetzt wahrscheinlich wieder heilen. Das heißt. Gib mir ein paar Pfeile. Gib mir Pfeile. Verdammt. Das heißt, ich muss die ganzen Viecher hier umbringen. Kommt her, ihr dummen Mistviecher. Ihr dürft euch nicht essen. Heilt sich sonst doch nur. Ah. Jetzt musst du wieder chargen und dann bist du tot. Hoffentlich. Aber er chargt nicht. Okay, da ist der Charge. Upf. Und hoffentlich ist es jetzt.
natürlich nicht. Kommt der dumme Gule. Hört auf, den zu füttern. Oder tötet ihn. Das wäre auch ganz cool. Hat er gerade wirklich Schaden gekriegt? Ach nee, das ist ja mehr. Okay. Ja, gut, wir haben noch genug Pfeile. Leben hat er auch nicht mehr genug, um sich gegen uns wehren zu können. Er dürfte beim nächsten Charge tot sein. Jo. Jo, finish mal. In der Cutscene. Wo du immer das Kostüm wechselst. He's dead. Well, that's what I call beast hunting, eh? Indeed, indeed. Next time I'm not gonna let you have all the fun. Oh, no, no. This is the last time. I have other prey to pursue. Well, you need help on your journey, so what you say? We put some chance. No, Torvin. I have to do this on my own. If you survive. Come near the Blue Mountains, eh? Lots of friends that will drink until their kegs run dry. I've seen how much a dwarf can drink. I do hope our paths cross again. Voll gekockblockt, ey. Now how do I get you out of here? So, damit sind wir mit Torwin fertig und haben den Zwerg und das Handen fertig gemacht. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch unsere Ork-Armee aufbauen und dann sind wir eigentlich schon so gut wie durch. Eigentlich sind wir dann durch, wenn uns dieser schöne Kreis mal irgendwie fortsetzen lässt. Dankeschön. Okay. Oh, wir haben keinerlei Mission mehr. Sehr gut. Jetzt haben wir. Torvin finds his way home, now that his hunt is over. If he does, then he will find his home is not as he left it. Der Typ ist ziemlich positiv, nicht wahr? Ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Dann müssen wir uns hierhin bewegen. Und wir machen die Mission dann für die komische Olle, die komisch aussieht und wahrscheinlich auch ganz, ganz komisch sich verhält. Bis dann!